1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten wie immer mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt über was Persönliches, was Gesellschaftliches, was auch immer, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und gleich geht es los mit der ersten Anruferin. Das ist die Nicole und die ist 34. Guten Morgen, Nicole. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Nicole. Weswegen rufst du an? Ich habe schon mal bei euch angerufen, bin aber leider irgendwie aus der Technik geflogen. Da ging es ums Thema Brüderle, Sexismus, schon auch Prostitution. Und deswegen rufe ich an, beziehungsweise bin nochmal angerufen worden. Ja. Ist ja nun ein großes Thema. Richtig. In allen Sendungen rauf und runter. Ja. Was ist denn deine Position dazu? Ich bin Prostituierte. Ach, du bist... Ah ja. Richtig. Mhm. Also, das bin ich seit Ende Oktober letzten Jahres. Noch nicht so lange. Nee, das ist noch überhaupt gar nicht so lange, richtig. Also ich habe jetzt auch kein wirklich anderes sexuelles Leben, als ich das vorher hatte. Ich war da schon immer sehr freizügig. Mhm. Und dementsprechend hat sich das einfach sehr angeboten, diesen Job anzunehmen oder mich dahingehend selbstständig zu machen. Ja. Ja. Wie bewertest du denn diese Vorwürfe, die gegen Rainer Brüderle erhoben werden und überhaupt die gesamte Situation, die gesellschaftliche Diskussion, die im Moment geführt wird? Also ich glaube, wir machen uns einfach mittlerweile um viel zu viele Kleinigkeiten Kopf. Also wenn ich da sehe, dass da so ein Zitat immer wieder erwähnt wird und mit ihr also hochgepusht wird, also das Dirndl kann man auch ausfüllen oder sie können das Dirndl auch ausfüllen. Natürlich ist das eine anzügliche Sache, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Aber Fakt ist, eine gestandene, selbstbewusste Frau kann darauf auch auf jeden Fall etwas entgegnen. Mhm. Mhm. Also das ist einfach meine Position. Wenn mir etwas nicht passt, dann muss ich erstmal in der Lage dazu sein, kurz Nein zu sagen. Ja. Wenn dann immer noch über meine Grenze getreten wird, dann kann ich vielleicht andere Schritte eingehen. Aber ich kann doch etwas nicht nur hinnehmen und dann ein Jahr später zufälligerweise diese Geschichte rauskramen. Mhm. Also das ist für mich an den Haaren herbeigezogen. Und hältst du die Diskussion, die jetzt geführt wird, für übertrieben? Ich finde, das kommt immer darauf an, in welchem Bezug man das sieht. Sieht man das im geschäftlichen Bezug, im Arbeitsleben, finde ich, da hat einfach Sexualität überhaupt gar nicht zu suchen, außer man übt Sexualität aus. So wie du. Richtig, genau. Mhm. Das habe ich ja nun auch nicht mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe zum Beispiel auch in Altenheim gearbeitet oder bin im Rettungsdienst gefahren. Mhm. Und da sind mir auch viele Dinge passiert. Aber es durfte nie was Sexuelles sein, weil das einfach nichts mit mir zu tun hatte. Ja, okay. Sind denn Dinge passiert, die du im Nachhinein so bewertest? Das war, da hat der Mann eine Grenze oder eine Linie überschritten? Ich würde sagen, jein. Jein, weil es gibt da ein Beispiel aus meiner Zeit als Pflegekraft, in der ich definitiv von einem alten Herrn angespritzt wurde und das bei der Grundpflege. Das war sicherlich nicht von mir beabsichtigt. Kann ich ihm dafür aber wirklich böse sein? Hat er das böse und wirklich böslich getan? Das weiß ich nicht. Was hat der Mann gemacht? Ja, aber er hat es ja nicht extra gemacht. Also auch da muss man einfach immer noch mal wieder sehen. Ja, was hat er denn gemacht? Er hat dich angespritzt? Richtig. Wie, er hat onaniert vor dir? Er hat... Oder was? Währenddessen kurzfristig zweimal Hand angelegt und bevor ich gehen konnte, war es auch schon passiert. Also ein schwerkranker alter Mann? Richtig. Mhm. Da ist halt auch immer noch... Natürlich war mir das total unangenehm. Mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, morgen wird es mir nicht unangenehm sein, aber da bin ich auch in einer ganz anderen Position. Aber in diesem Job war das natürlich unangenehm. Natürlich. Natürlich, das war auch wirklich schwer für mich, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich ihm gegenübertreten soll, weil ich war ihm nicht böse, aber es musste ja auch geklärt werden. Der hat das also nicht unter dem Bett heimlich gemacht, sondern hat die Bettdecke hochgehoben und hat dich wirklich benässt, oder wie? Nein, er hat die Bettdecke nicht hochgehoben. Die habe ich hochgehoben und in dem Moment. Ach so. Ja. Und warum hast du die Bettdecke hochgehoben? Weil ich ihn waschen musste. Ach so, verstehe. Mhm. Und ich habe ihn vorher durchaus dreimal darum gebeten, dass ich jetzt gleich vorbeikomme und dass ich, ne,
Ich ziehe ja nicht einfach irgendjemandem so die Bettdecke hoch, natürlich nicht. Ich glaube, das war der Mann noch bei ganz klarem Verstand? Nein, natürlich nicht, das sage ich ja. Also wie gesagt, deswegen ein klares Jein. Ja, also es ist keine sexuelle Belästigung in dem Sinne gewesen, wie sie momentan in der Diskussion steht. Und ich finde, man muss auch vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren zwischen einem blöden Spruch und ich grapsche jemanden irgendwo hin. Das ist auch einfach noch mal ein großer Unterschied. Und ich finde das auch, wird momentan einfach sehr in einen Topf geworfen. Und ich finde, da gehört es einfach nicht rein. Hast du denn mittlerweile vielleicht auch einige Fernsehsendungen verfolgt, die sich zu diesem Thema geäußert haben oder die sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel Günther Jauch gestern? Ich habe ein bisschen was im Internet darüber gelesen. Wir schauen hier kein Fernsehen. Ach so. Von daher bin ich, was das angeht, immer so ein bisschen aufs Internet angewiesen. Aber ja. Kurzvideos und Zusammenfassungen kriegt man ja überall zu sehen. Durchaus. Findest du diese Debatte, die im Moment geführt wird, überflüssig? Ich glaube schon. Weil ich einfach glaube, und das bedeutet nicht, dass ich Probleme, die da sind, nicht ernst nehme, aber das hier gerade, das hat etwas, das hat aus einer Maus einen Elefanten gemacht. Entschuldigen Sie, Frau Alice Schwarzer und wie Sie alle heißen, aber das ist einfach so. Die Frau Schwarzer hat sich ja gestern auch sehr massiv geäußert. Das macht sie immer. Das macht sie immer allerdings, ja. Bei Günther Jauch gestern. Ja, du bist kein Freund von Alice Schwarzer. Natürlich nicht, sie ist Prostitutionsgegnerin und ich liebe meinen Job. Übrigens, dein Job, ab Oktober bist du erst im Job, seit Oktober. Richtig, genau. Wie kam das, dass du dich dann für diesen Bereich entschieden hast? Also es gab sicherlich viele Punkte, die dazu geführt haben, aber schlussendlich habe ich seit Jahren mit dem Gedanken gespielt. Weil ich einfach eine sehr offene und eine sehr freie Sexualität gelebt habe, schon immer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann auch nur mal ansatzweise anders war. Das war ab der Pubertät so und es wird wahrscheinlich auch mein Leben lang so bleiben, solange ich kann. Und wie arbeitest du? Bist du Begleitservice? Machst du Begleitservice? Bist du in einem, einem Club? Sagen, du hast gar gesagt, bei euch guckt man kein Fernsehen. Das heißt, du bist irgendwo in einem Haus? Bei uns guckt man kein Fernsehen. Damit meine ich ja meine Familie. Also ach so, wo ich verstehe. Lebe, da guckt ach so, man kein Fernsehen. Weil verstehe. Ja, wie übst du diesen Beruf aus? Ich übe ihn insofern aus, dass ich bei Kunden, die ich relativ gut kenne, auch Hausbesuche mache, dass ich mich selten in Hotels treffe und ansonsten empfange. Das heißt, ich werde terminiert gebucht und treffe meine Kunden dann zu einer bestimmten Zeit. Und du bist Frau deiner selbst, da ist nicht irgendjemand zwischengeschaltet. Nee. Das Finanzamt. Natürlich, aber es gibt keinen Zuhälter oder was man... Nein. Und das funktioniert auch so? Das funktioniert relativ gut, ist ja. Das, wie hast du das empfunden, in diesen Beruf dann am Anfang reinzugehen? So die ersten Male, wie war das für dich? Total spannend und aufregend. Genau wie es eigentlich immer spannend und aufregend ist, einem neuen Sexualpartner zu begegnen. Also zumindest geht mir es so. Nur begegnen. Ich habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit, um es mal so auszudrücken. Am Anfang fiel es mir schwer, auch wirklich Geld dafür zu nehmen, weil ich dachte, verdammt, ich habe so viel Spaß gehabt und es war echt nett. Mittlerweile kann ich das ganz gut und es gibt einen gewissen Extra-Kick. Und es finanziert unser Leben, also das Leben von mir und meinem Sohn. Ja. Wer weiß in der Familie, dass du das machst? Jeder. Jeder? Ja. Also, ich stehe auch öffentlich mit meinem Namen dazu, was ich tue. Also wie haben denn deine Eltern, sofern beide Eltern noch leben, wie haben die darauf reagiert? Meine Eltern leben noch, also meine Mutter, was erwartest du? Natürlich hat sie da nicht gestanden und applaudiert. Es ist natürlich ein Beruf, der zum Ersten einfach sehr anzüglich, sehr sexuell ist. Es ist einfach pure Erotik und entweder man ist ein Typ Mensch, der in diesem Thema sehr offen ist oder nicht. Meine Mutter ist sicherlich kein verklemmter Mensch, aber es ist auch einfach überhaupt gar nicht ihre Thematik in ihrem Leben. Sie hat nicht jubiliert, aber sie nimmt es, sie akzeptiert es. Sie akzeptiert es, richtig. Ja. Also wenn ich ihr sage, hey Mama, also morgen Vormittag ruf mal besser nicht an, ich habe einen Kunden, dann sagt sie, alles klar. Das ist sicherlich nicht einfach. Nun, kann ich ja verstehen, jemand... Du bist ein sexueller Mensch, ein erotisch lebender Mensch. Nun bist du ja aber in diesem Beruf konfrontiert, auch mit Gästen, mit Männern, die dir als Privat-Nicole ja wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen würden. Bisweilen bist du mit solchen Männern konfrontiert. Wie geht das dann? Also ich bin sehr selten
mit Männern konfrontiert, die ich nicht auf irgendeine Weise ansprechend finde. Aber auch da, ich mag nicht sagen, dass das üblich ist. Ich mag auch nicht sagen, dass ich da stellvertretend für jeden sprechen kann. Natürlich nicht, ich kann immer nur für mich reden. Aber für mich spielen die gleichen Vorlieben eine unheimlich große Rolle. Und daraus entwickelt sich durchaus auch sexuelle Anziehungskraft. Mhm. Und die gleichen Vorlieben haben meine Kunden und ich natürlich, sonst würden sie mich nicht buchen. Mhm. Es gab aber durchaus Situationen, da stand man gemeinsam an der Türzage und wusste direkt, okay, komm rein, trinken Wasser, aber das wird nichts. Mhm. Also die Freiheit nimmst du dir raus dann? Ja, natürlich. Ja. Ja, klar. Du hast gerade so ein Beispiel genannt, wo du gearbeitet hast. Was hast du hauptberuflich? Was ist deine Ausbildung? Was hast du früher gemacht? Altenpflegerin. Ach, das war der Hauptberuf. Also ich habe als allererstes nach der Schule ein soziales Jahr in einem Kindergarten gemacht, weil ich immer Erzieherin werden wollte und habe dann sofort gesehen, oh, okay, nee, das wollte ich doch nicht. also ich bin schon durchaus viel in meinem Leben gesprungen, also ganz klar. Du hast gerade gesagt, du kannst so deinen Sohn und dich finanzieren. Mhm. Dein Kind ist wie alt? 4. 4. Wenn das Kind etwas älter wird, was sagst du, was die Mama macht vom Beruf? Also ich denke, das kommt darauf an, in welchem Alter er sich befindet. Er weiß, dass ich arbeite, er weiß auch, dass ich Kunden habe. Er weiß natürlich nicht, welcher Art diese Kunden sind. Mhm. Er kriegt von meinem beruflichen Leben genauso viel mit wie von dem Beruf seines Vaters. Wenn man meinen Sohn fragt, was macht denn dein Papa, dann sagt er, der fährt nach Köln arbeiten. Na gut, das geht jetzt noch, aber irgendwann ist er älter und dann werden die Fragen konkreter. Richtig. Und dann wird es durchaus immer noch bis zu einem gewissen Grad, bis zu einer gewissen Altersstufe durchaus darum gehen, dass ich einfach Menschen gut tue. Und ab einem bestimmten Punkt weiß er sicherlich, dass ich sexuelle Dienstleistungen erbringe. Was machst Ganz klar, weil ich finde einfach nicht, dass das etwas ist, womit man nicht völlig natürlich umgehen kann, wenn man denn auch völlig natürlich damit aufwächst. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch meine Aufgabe als Mutter, meinem Sohn die Toleranz beizubringen, dass das völlig in Ordnung ist. Also Nicole, jetzt sind wir von deinem Bruder ganz weggekommen zu dir, aber du hast dich ja zu dem Fall geäußert und auch klar geäußert. Das ist ja auch interessant, dass so ein Statement von einer Frau mal zu bekommen, das hört man nicht so oft im Moment. Da ist dann eher die Gegenseite zu hören. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Wünsche dir alles Gute und dass das alles gut läuft, was du dir da jetzt für dich entschieden hast. Domian, darf ich noch eine Sache erwähnen? Nur eine. Ja, klar, und dann bin ich sofort weg. Ja. Die liegt mir wirklich am Herzen und ich möchte alle Prostituierten in Deutschland aufrufen, schaut mal einfach auf die Seite sexwork-deutschland.de, weil wir da echt eine große Aktion starten und wir werden eine Lobby bekommen in diesem Land. Okay. Lass noch so stehen. Nicole, alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Jetzt ist jemand in der Leitung, der oder die heißt Abitar, stimmt das? Hallo, hier ist die Abitare. Abitare. Genau, aber alle nennen mich Abbe. Also du kannst mich auch Abbe nennen. Das konnte noch nie jemand aussprechen. Genau. Ach, so schön ist es ja gar nicht, wenn man's weiß. Abbe, aber Abbe ist noch einfacher. Genau, Abbe, alle nennen mich Abbe, schon immer. Liebe Abbe, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen dem Dschungelcamp. Ich möchte mit dir darüber reden, weil ich habe in deinen Sendungen mitverfolgt, dass du das auch gerne guckst. Und ja, dann wollte ich mal über den Gewinner reden. Ja, ich habe ja auch mich in dieser Staffel zum ersten Mal, also zumindest sehr, sehr kritisch geäußert, was die Spiele und die Prüfungen mit lebenden Tieren anbelangt. Das hat mir nicht gefallen. Das finde ich, muss nicht sein. Man muss Tiere nicht einfach so zum Spaß da vernichten oder quälen. Ja, da gebe ich dir recht. Aber, auf jeden Fall. Aber dennoch gibt es natürlich auch viele andere Spiele, die völlig harmlos sind und okay sind. Ja, finde ich auch so. Also ich finde es auch echt traurig, wenn man das sieht, dass sie nur für ein Spiel, also nur für ein paar Sterne da irgendwie so Tiere essen müssen oder teilweise auch lebendige Tiere, finde ich eigentlich schon schade. Genau. Aber ich habe vor einer Woche gedacht, eigentlich ist der Favorit Joey, obwohl ich immer gedacht habe, dass Olivia das eigentlich wird, aber so im Hinterkopf dachte ich immer, das muss Joey sein, weil er ist so ein Sympathieträger gewesen. Wie fandst du es denn? Also meine Favoriten, die waren eigentlich von Anfang an Joey, Olivia und auch Georgina. Also die drei habe ich schon im Finale gesehen. Mhm. Also wenn es einer von denen geworden wäre, hätte ich mich gefreut. Also es ist ja Joey geworden, habe ich mich richtig gefreut. Ich muss auch ehrlich sagen, also
mit meinen Kolleginnen und mit meinem Bruder. Ich habe da mit mehreren Leuten darüber geredet. Also es war schon auch, wo er dann die Krone bekommen hat oder besser gesagt diese Blumen da auf dem Kopf und wo er dann seine Freundin empfangen hat. Also ich habe da echt, also fast weinen müssen, weil es einfach so romantisch war. Und also Joey, der ist einfach so zuckersüß. Also als ich schon die SDS geschaut habe, fand ich den schon ganz arg toll. Ja, weil er einfach so, er ist so wirklich, lieb und so, ja, so. Was man so authentisch nennt, der ist wirklich nicht falsch. Ich glaube, er ist ein ganz netter Junge. Ja, das ist einfach so, ja, wie der nette Nachbar von nebenan. Also das ist so einer, den muss man irgendwie beschützen und den muss man lieb haben. Also beim Joey, da kann ich nichts sagen. Ich fand ihn einfach richtig zuckersüß, auch mit seinen Äußerungen immer. Ich fand es auch schade, dass man dann vielleicht immer so gesagt hat, ja, er ist blöd oder er ist nicht dumm. Der Hellste, genau. Er ist dumm. Also ich fand es echt gemein, weil man muss auch bedenken, er hat halt eine harte Vergangenheit hinter sich. Und trotz dessen strahlt er immer diese Fröhlichkeit aus und er ist total lebensfroh einfach. Ja, und ich finde ihn einfach toll. Ich glaube, dass das für Olivia Jones völlig egal ist, dass sie jetzt die zweite Platzierte ist, weil sie ist so gut weggekommen in der Staffel. Und sie sagt ja selbst, als Prinzessin ist sie auch sehr glücklich und zufrieden und wird sicher auch viel Erfolg danach noch haben. Was mich nur immer schon und dieses Mal wieder sehr nachdenklich stimmt, können wir RTL vertrauen, was die Anrufzahlen anbelangt? Nie taucht ein Notar auf, der das belegt. Die können uns alles erzählen, wer dafür wen. Ja, dazu muss ich was sagen. Also ich bin vorhin von der Arbeit heimgekommen und mein Bruder hat gemeint, das haben die heute auf RTL Extra, das Magazin, gezeigt. Dass sie das alles mit der Kamera mitverfolgt haben, wie da zwei Angestellte im Büro sitzen und es dann die ganze Zeit gefilmt haben, wie da zwischen Olivia und Joey so der Kampf war. Also es war ja echt knapp zwischen den beiden. Mhm. Und wie dann da so ein Notar die Sonja anruft. Also so hat mein Bruder es mir vorher erzählt. Okay, ich will jetzt nichts in die Welt setzen. Jedenfalls denke ich das seit Jahren schon. Wer kontrolliert das alles und ist das auch so wasserdicht? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich hätte gedacht, die Georgina, ich dachte, die kommt echt weit. Nein, die war doch hinterher fast ein Hassobjekt für die Leute, weil sie sich so angestellt hat. Und wieso? Also weil die so hysterisch, wie findest du sie denn? Ja, also für mich ist sie nur wirklich auch nichts. Ich finde, man kann zum Beispiel über sie gar nicht sagen, dass sie falsch ist oder dass sie link ist. Ich meine, sie hat ja immer jedem ins Gesicht gesagt, so, ey, Allegra, guck mich nicht so an. Oder sie hat ja immer ins Gesicht gesagt, wenn sie mit jemandem ein Problem hatte. Also ich fand sie gar nicht so schlecht. Aber sie ging uns allen total auf den Nerven. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch so ein Hauptthema, warum ich es noch mehr anschauen wollte, weil es einfach, ich denke mal, wenn da jetzt einfach 10 oder wie viel waren das, 12 Leute da in dieses Camp reingegangen wären, die einfach irgendwie so ruhige Typen wie Allegra oder Arno wären, wenn die alle... Ja, dann wäre das völlig langweilig. Ich finde es schon ganz cool, wenn da so Paradiesvögel dabei sind, auch Olivia, also das war ja der Oberhammer, da habe ich mich ja jeden Tag totgelacht. Wen fandest du denn am unsympathischsten? Also am unsympathischsten und da, also unsympathisch echt nett ausgedrückt, die Fiona. Weil ich finde es einfach ein Unding, sie ist Model von Beruf und ich fand es, mag sein, dass sie wirklich halt so diese Gene hat, dass sie so dünn ist, aber dann geht sie auf die Toilette, muss sich übergeben und sagt dann, ach, ein bisschen Kotzen tut immer gut. Irgendwie so einen Satz hat sie da losgelassen, wo ich das einfach so unverantwortungslos fand von ihr, dass sie sowas sagt, weil es gucken sich so viele junge Mädels an, die 16, 17 sind, die echt gerne mal Model werden möchten und sich denken, hey cool, die ist so dünn, weil sie wahrscheinlich jeden Tag sich übergeben muss. Nein, sie hat aber hinterher ja auch in der Endsendung oder gestern in der Sendung noch gesagt, dass sie sich sogar sehr angegriffen fühlt, dass man so lapidar ihr immer zuvorwirft, sie sei magersüchtig, das sei eine ernste Erkrankung, da macht man nicht Scherze drüber und das wirft man auch niemandem vor. Das hat sie schon gerade gerückt. Das habe ich gestern gesehen. Das fand ich ja gestern auch ganz interessant. Aber hast du gestern die Zickerei auch noch mitgekriegt zwischen Iris? Das war die Krönung von den 2 Wochen. Also das, was gestern war, das war ja echt nochmal wirklich zum Totlachen. Aber das mit der Fiona, ich vertraue ihr da nicht so ganz. Weil die Sonja Zietlow, die hat ja sowieso gesagt, dass
die Fiona mehrere Male sich übergeben musste. Mhm. Und ich meine, okay, wenn einem schlecht ist, und wenn er halt gerade sich übergeben muss, okay, aber dann noch zu sagen, ach, ein bisschen kotzen tut immer gut, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich merke, dass du mit Feuer und Flamme dabei bist. Dich könnte man da ja auch reinsetzen. Du redest ja auch wie ein Wasserfall. Ach, ich liebe Dschungelcamp, ich liebe es. Und ich finde es so schade, dass es nur 2 Wochen lang geht. Und ich finde es auch so schade, dass es nur einmal im Jahr ist. Ja, ich glaube, aber wenn es öfters wäre, dann würde sich das abnutzen. So ist das ein großes Ereignis und... vielleicht gibt es ja sogar nächstes Jahr eine Pause, hörte ich heute irgendwo. Dann wird es für die Zuschauer noch spannender, wenn es dann in 2 Jahren... Ich glaube, das kann ich mir bei den Einschaltquoten kann ich mir das aber nicht vorstellen. Weißt du, das Problem? Weil das waren ja richtig gute Einschaltquoten. Absolut, aber das Problem ist ja, dass die immer schwieriger RTL dann noch einigermaßen prominente Leute bekommen. Die waren ja... Ja, aber ich verstehe es nicht. In der Masse waren das ja alles absolute No-Names, die da drin saßen. Ja, aber wieso? Und ich finde es auch so schade, dass die dann auch so diskriminiert werden. Naja, weil es ja schon sehr albern ist. Weil es ja schon sehr albern ist. Aber wieso? Was ist daran albern? Würdest du es nicht machen? Nein, niemals. Niemals. Ja, aber es ist doch voll Wird doch zum Gespött der Leute. Ich setze mich doch nicht eine Woche in Dschungelcamp, esse Ameisen und Schlangen und zick mich da gegenseitig an. Lass das von RTL zusammenschneiden. Ja, aber wie viele Leute machen Shovel and Work? Vom Image her ist das so, dass letztendlich ganz unten bist, wenn du das nötig hast. Mit einigen Ausnahmen. Olivia Jones ist eine Ausnahme, Desiree Nick ist sicher eine Ausnahme gewesen. Und, oder die Brigitte Nielsen vom letzten Jahr. Ja gut, die brauchte auch wieder Kohle und war pleite. Und naja. Ja, aber ich finde es echt schade, dass sie so diskriminiert werden, weil im Grunde genommen ist es einfach ein mega Abenteuer. Du bist 2 Wochen lang ohne Handy, ohne Fernseher, ich will dir mal sagen, wenn du Abenteuer willst als Prominenter, dann nimmst du einen Rucksack und gehst 3 Wochen in die Berge alleine oder alleine in den Dschungel. Da hast du Abenteuer. Aber nicht in einer abgegrenzten, studioähnlichen Atmosphäre in einem Waldstückchen. Das ist kein Abenteuer. Nein, nein, nein. Also, ich weiß nicht. Also, ich kann nichts gegen das Dschungel. Weißt du, dann ist schon mehr Abenteuer, was Herr Lanz macht, wenn der mit dem Schlitten zum Südpol zieht oder Nordpol, was er da gemacht hat. Das ist schon viel mehr Abenteuer, als ich... aber ich weiß, ich kann gegen das Dschungelcamp nichts sagen. Na gut, ich merke schon, du bist Ich arbeite im Verkauf und ich habe da auch täglich mit Kundinnen das Thema und da gibt es ja die einen sagen, oh, das geht gar nicht und die anderen sagen, sie finden es cool. Ich finde es voll cool. Das ist für mich immer 2 Wochen lang jeden Abend vorm Fernseher sitzen und einfach nur lachen dann, und ich finde es auch ganz... Dann hast du heute Entzugserscheinungen. Voll. Ja, habe ich auch. So, also, liebe Abbe. Echt schade. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Du engagierte Guckerin. Das erste Mal versucht. Siehst du, das hat gleich geklappt. Ich freue mich, dass du da warst. Das ist richtig cool, also, dass ich jetzt auch mal mit dir geredet habe. Sonst, ich höre dich immer jeden Abend. Ja. Wenn ich schlafen gehe, mache ich immer deine YouTube-Sendung rein, weil 1 Uhr ist echt spät manchmal für mich. Aber jetzt bist du ja live, ne? Jetzt bin ich sogar live mit dabei. Das ist ja echt cool. Liebe Abbe, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Aber könnte wirklich da mitmachen. Wir müssen uns jetzt schon ein kleines bisschen erholen von dem schnellen Sprechen. Wir müssen einen Moment die Stille genießen. Es war so ein bisschen wie Fiona. Die hat ja auch so geschnattert bis zum geht nicht mehr. Wobei Abbe natürlich nicht geschnattert hat, sondern sehr nett gesprochen. So, meine Lieben. Jetzt machen wir weiter mit Manfred. Manfred ist 40. Guten Morgen, Manfred. Hallo, Manfred. Grüß dich, Dominik. Manfred, um was geht's denn? Jürgen. Ja, wie du willst. Um was geht's? Bei mir geht's um Lebensträume zu verwirklichen, die trotz Handicap also möglich sind oder noch möglich sind. Also ich habe eine Querschnittslähmung seit 1996. Querschnittslähmung? Ja, durch einen Autounfall. Ja. Und habe mir selber gesagt, ich bin letztes Jahr 40 geworden, jetzt bin ich 41. Mhm. Also bin nicht mehr 40, sondern 41. Entschuldigung. Und habe viele Monate im Krankenhaus etc. pp. Verbracht. Mhm. Und mein Traumziel ist jetzt eigentlich, dass ich umziehen möchte nach Hamburg. Von wo? Von jetzt, derzeit wohne ich in Schwäbisch Hall. Oh, das ist ein Unterschied. Und mit 40 heißt es ja immer so im Schwabeländle, wenn du das auch kennst,
mit 40 wird man gescheit. Ach, sagen die Schwaben das? Mit 40 wird man gescheit? Ja, aber nur die Männer. Oh, das darfst du nicht sagen im Moment. Das ist hochdiskriminierend. Vorsicht, Vorsicht, das will ich ihr nicht hören. Wir wollen hier keine Frauen diskriminieren. Auch Frauen werden mit 40 klug. Liebe Schwaben. Die sind wahrscheinlich schon böse gescheitert. Mensch, die Schwaben sind ja sexistische Leute, wenn ich das jetzt hier höre. Also, mit 40... Also auf jeden Fall. Aber finde ich gar nicht so einen dummen Spruch. Weil da hat man schon eine gewisse Lebenserfahrung und da kann man schon eher so alles bewerten mit 40. Das ist, finde ich, gar nicht so dumm. Und, aber eins muss ich kurz noch loswerden. Ja. Kann man sich, du bist 55, wie kann man sich Dschungelcamp antun? Entschuldigung. Also das begreife ich nicht, aber egal. Ja. Unabhängig. Frag doch mal die anderen 9 Millionen, die auch gucken. Ja, also, für mich sind das, also... Für dich ist es völliger Schwachsinn, ne? Also... Ich schaue auch keine, so gut wie nie Privatfernsehen. Aber jetzt lass mal über dich reden. Du bist wichtiger als der Dschungel. Also, mit 40 wird man klug. Manfred ist querschnittsgelähmt und sagt jetzt gehe ich vom Schwabenland nach Hamburg. Warum nach Hamburg? Aus den verschiedensten Gründen. Es war schon immer mein Lebenstraum. Also, wie gesagt, und außer, ich bin schon so oft in Hamburg gewesen. Also magst du Hamburg auch gerne? Einfach für mich die schönste Stadt oder die attraktivste Stadt in Deutschland. Ist ja auch eine sehr schöne Stadt, muss man sagen. Und man hat halt dort alles. Und was für mich als Mensch mit Handicap, um jetzt nicht wieder zu sagen, mit behinderten Menschen zu tun hat, es ist dort alles barrierefrei. Ach, das ist besser als bei euch. Zug, S-Bahn, U-Bahn, alles. Man ist ruckzuck irgendwo. Hauptbahnhof, sage ich mal, wäre so ein Ausgangspunkt. Und dann ja, also zwei gute Argumente. Du magst die Stadt, das ist eine schöne Stadt, das ist eine barrierefreie Stadt, ist für dich sehr wichtig. Was gibt es denn noch, was sich an Hamburg sehr anzieht? Ja, und dann ist es halt auch so, was wollte ich sagen? Ja, was dich an Hamburg noch anzieht, wollte ich fragen. Ja, was mich an Hamburg sonst noch anzieht, gut, da ich ja ein guter Freund, oder ich bin ein guter Freund vom Udo Lindenberg, wo jetzt auch ein paar Bilder wo ich, reingestellt habe, neben meinem Kollege. Der wohnt auch in Der Hamburg. Wohnt ja in dem... Im Hotel Atlantis, ne? Hotel Atlantik. Ja. Atlantik. Atlantik, genau. Und der ist... Entschuldigung, du bist ein guter Freund von Udo Lindenberg? Ich kenne ihn persönlich seit... ich weiß gar nicht, wie lang. Und auf jeden Fall habe ich ein Bild vom Udo, nicht nur eins, sondern mehrere. Hab mir dann auch auf dem Oberarm was tätowieren lassen. Moment, was? Ein Bild? Nee, lass mich mal fragen. Ein Bild von Udo... Er malt ja, so ein Bild meinst du? Ja, gut. Also das war jetzt eher so eine Strichzeichnung. Also er sagt ja manchmal auch, er ist Stricher, Straßenstricher. Und du hast dir ein Tattoo machen lassen, sagst du? Es ist jetzt kein Leckerell oder Likerell. Ja. Aber. Und du hast dir ein Tattoo machen lassen? Und ich habe mir ein Tattoo machen lassen und auch... Da ist auch Udo Lindenberg drauf oder ist das etwas von ihm? Das ist jetzt etwas von ihm. Von ihm. Jetzt höre ich gerade aus meiner Regie, dieses Tattoo haben wir hier als Bild. Ja, nicht nur das Tattoo, sondern zwei andere auch sogar noch. Ja. Und, wir sehen das. Also wir sehen einen gar lustigen Mann in einem Rollstuhl, der ein Glas Sekt hält, kann das sein? Ja. Ja. Und das unten kann ich nicht lesen. Was steht da? Was steht? Also das ist halt typisch Udo, ne, mit seinem Sekt oder Eierlikörchen. Ja. Und ich habe halt dann drüber tätowiert, hinterm Horizont geht's weiter. Hinterm Horizont geht's weiter. Eines ein Zitat. Udo Lindenberg heißt immer, hinterm Lebenswerk geht's weiter. Weil er schon so viel Lebenswerk auszeichnungen hat. Jetzt aber nochmal für Doofe. Dieses Bildchen, diesen Rollstuhlmann, den hat Udo Lindenberg so hingekritzelt, gezeichnet. Ja, in einem anderen Bild. Und ich habe es ein bisschen verkleinert. Aber da stand noch was anderes dran. Und so weiter. Das ist schön. Und dieses Tattoo hast du jetzt wo?
Am rechten Oberarm. Ja, das ist ja eine große Ehre. Ist das denn so ein Verhältnis, dass du dann auch mal in dieses feine Hotel Atlantik gehen kannst und ihn einfach mal besuchen kannst? Ich durfte ins Atlantik schon rein, durfte da seine Privaträume besichtigen und alles Fotos machen. Wow. Seine Raucherlounge. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Dass er Zeit seines Lebens keine Wohnung hat, sondern in einem Hotel wohnt. Nicht Zeit seines Lebens. Naja, aber so, sehr lange schon, ne? Fast, ja. 20, 30 Jahre bestimmt schon. Ja. Er hat ja auch in Berlin jetzt auch wieder eine eigene Wohnung. Ach so, das hat er auch. Hinterm Horizont Musical, das ich nur jedem empfehlen kann. Darf ich dir mal was Indiskretes fragen? Wenn man immer so in einem Hotel wohnt, ist das... Hat er da eine ganze Suite? Nee, lass mich mal fragen. Hat er da eine ganze Suite oder ist das ein großes Zimmer? Also ja, mit Dämmschutz. Bitte? Auch mit gedämmten. Mit gedämmtem Schutz? Ah ja. Also wie viele Zimmer sind denn das? Nee, es ist halt eine große Suite. Ja. Und er hat halt immer Party. Gut, ich bin halt ein Nachtmensch, ne? Also okay, da gibt es also viele Gründe, weswegen du nach Hamburg... Ja gut, das ist jetzt das eine. Und das andere ist einfach so, ich habe mir gesagt, also eigentlich haben alle gesagt, du spinnst. Ja. Gibst du denn auch eine Arbeit zum Beispiel auf, dort wo du wohnst? Bitte? Gibst du auch eine Arbeit auf, dort, wo du jetzt wohnst? Ich gebe keine mehr auf, weil ich vor 3 Jahren, ich habe so viel Krankenhaus hinter mir und jetzt hat einfach jemand voll erwerbsunfähig. Okay, dann, und hast du denn viele Freunde in deiner Heimatstadt jetzt? In Schwäbisch Hall, jein, aber meistens übers Geschäft, wo ja immer noch Kontakte stehen. Also du lässt dir schon einige Leute zurück. Bist du denn, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du bist Solos, du bist Single. Ich bin Single, ja. Ja, gut. Und es ist halt so, die meisten sagen, wie gesagt, du spinnst. Ich selber sage, sagen andere, Manu, Manu ist eigentlich mein Spitzname. Oder mein Name, unter dem man mich eigentlich nur kennt. Du schwärmst seit gut 2 Jahren von Hamburg. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Du, so wie wir alle wissen, dass das Leben endlich ist. Genau, da muss man es machen, wenn man das Gefühl hat, man will es tun, dann sollte man es auch tun. Dein Unfall vor 16 Jahren, ist mir das erste Leben gerettet worden, durch einen Querschnitt, also dass ich gerettet wurde. Und dann hatte ich im Juli einen ganz schlimmen Crash. Ich hatte so einen großen umgebauten Mercedes Sprinter und bin da gegen Baum. Ach du je. Und jetzt hoffe ich halt, wie schnell kann das irdische Leben halt vorbei sein? Ja, ja. Manfred, deshalb finde ich das ausgesprochen gut, was du davor hast. Geh nach Hamburg, geh in die schöne Stadt Hamburg. Hab Spaß mit dem tollen Udo Lindenberg. Und genieße dein Leben, mach genau das, was du jetzt vorhast, finde ich gut. Viel Glück von ganzem Herzen wünsche ich dir. Ja, nur eine Frage noch. Hast du die anderen 2 Bilder? Ich weiß nicht, nee, da haben wir jetzt irgendwie nichts mehr gespeichert, glaube nicht. Das ist für Kollegen abgespeichert. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt nicht mehr. Ich danke dir für den Anruf, Manfred, alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Mit dir zu ciao. Plaudern, Jürgen. Tschüss, ciao. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.34 Uhr und ich möchte euch gerne das Thema für Mittwoch sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema ausspioniert. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die selbst schnüffeln, spionieren oder die schon ausgespioniert wurden. Und ging es da vielleicht um eine geheime Liebe, um Kameras am Arbeitsplatz, kann auch sein, oder um ein Familiengeheimnis, um Stalking, das ist ein großes Thema.
ausspioniert, hat viele Facetten. Also wenn ihr selbst sowas schon gemacht habt oder wenn ihr Opfer von Spionage, im Ausspionieren im weitesten Sinne des Wortes wart und mir davon erzählen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft Mittwoch während der Sendung an und auch gerne vor der Sendung. Ausspioniert heißt das Thema Mittwoch, heute freie Themennacht. Herzlich willkommen, sage ich, Sarah Jane. 20, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sarah Jane, was für ein schöner Name. Ja, verdanke ich meiner Mutter. Ja, das klingt so poetisch, Sarah Jane. Ja, eigentlich heißt der Sarah Jane und kommt aus einem Film. Aber ja. Ja. Um was geht's, meine Liebe? Ja, Domian, es geht um meine Schwester. Die wird jetzt am Donnerstag 16 Jahre alt und ist schwer an Anorexia nervosa, sprich Magersucht, erkrankt. Wie schwer ist die Erkrankung? Also ziemlich schwierig. Also es kommt noch dazu, dass sie nicht nur diese Anorexia nervosa-Symptome halt zeigt, sondern dass sich auch andere Symptome mittlerweile dazu entwickeln, seitdem sie sich in der Klinik befindet. Ach, sie ist in der Klinik schon? Ja, also es war ein langer Werdegang. Anfang des Jahres 2012 hat sich die Lage halt zugespitzt. Sie war erst Vegetarierin, wurde dann Veganerin und wollte dann gar nichts mehr essen. Und wir haben in der Familie viele kleine Kämpfe mit ihr ausgefochten. Sprich, wir haben immer wieder versucht, sie zum Essen zu motivieren. Und sie hat sich immer wieder geweigert. Und wir haben auch versucht, psychologische Hilfe zu suchen. Aber dann kam der Termin, hätten wir erst einen Termin gehabt, 2013. Und sie hat sich dann später selber Hilfe geholt und kam dann in eine Inobhutnahme. Von dort aus dann in eine Klinik, dann in ein Krankenhaus und dann in eine andere Klinik, weil sie halt auch mehrfach von diesen Kliniken weggelaufen ist. Darf ich mal kurz fragen, was heißt, sie kam in eine Inobhutnahme, was heißt das? Ja, also sie hat halt damals, Anfang des Jahres 2012, das war schon, glaube ich, Mitte des Jahres 2012, hat sie, weil wir uns in der Schule gestritten haben, wir haben die gleiche Schule besucht damals noch, ich habe mein Abitur gemacht und sie ist halt 5 Jahre jünger als ich, sie war ein paar Klassen drunter. Und wir hatten irgendeine kleine Auseinandersetzung gehabt und sie war dann so wütend auf mich gewesen, dass sie in so einem Forum im Internet von einem Computerspiel, was sie gespielt hat, geschrieben hat, ich würde sie in den Suizid treiben und sie würde hier nur vernachlässigt werden zu Hause und all solche Sachen. Und das halt auch dem Jugendamt damals geschrieben hat und die haben dann direkt rot gesehen. Ah, ja, man hört ja von vielen solchen Fällen und haben sie dann erstmal aus der Familie herausgeholt. Ah, ja. Und dann später hat sich das alles aufgeklärt. Sie hat dann auch selber gesagt, sie wusste nicht, dass ihr Handeln solche Folgen hat. Und sie wollte eigentlich nur auf sich aufmerksam machen, weil sie selber schon erkannt hat durch ihre Freunde, die halt auch aus dem Forum, die mit ihr geschrieben haben, dass ihre Krankheit halt zu große Züge annimmt. So, jetzt lass uns mal in die jetzt Zeit gehen. Aktuell heute, sie liegt im Moment in einer Klinik. Also sie befindet sich im Moment in einer Klinik, ja. Wie viel wiegt sie noch? Oder wie wiegt sie im Moment? Sie hat zugenommen, sie wiegt jetzt, wenn ich rechnen finde, der neueste Stand müsste 40 Kilogramm sein. Wie groß ist die? Ich glaube 1,65. Genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wenig. Dazu kommt noch, dass sie jetzt einen Herzbeutelriss hatte. Dass das Herz das nicht mehr alles so mitgemacht hat mit dem Runterhungern und dem Ganzen. Und dass sie halt nur zugenommen hat, weil die da ja so, also die müssen da ja essen, das ist so eine Art, sie wurde halt mehrfach auch angeschlossen, aber die haben halt auch ihre Pflichtesstermine und müssen dann in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Art von Kalorienzahl zu sich nehmen. Und sie sagt halt auch, dass sie das halt nur macht, dass sie halt nur isst, weil sie dazu gezwungen wird. Sie bricht auch öfters in der Klinik und versucht halt das Essen zu verweigern. Und noch ist halt, sagen auch die Ärzte, also wenig Sicht auf Besserungen Sicht. Weil sie sich halt immer noch so in diese ganze Sache, die sie da aus diesem Forum hat, hineingesteigert hat. Dieses Forum, was genau passiert in diesem Forum? Also diese Seiten, die sind über Google zu finden. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst, Domian Pro Anna und Pro Mia. Ach, natürlich, das Ganze. Das kenne ich. Ja, und da hat sie sich das halt durchgelesen. Da gibt es eine Anfangsseite, das heißt Annas Brief. Und da stellt sich die Krankheit quasi den Betroffenen vor. Dann steht dann halt drin, von wegen, dass man alles erreichen kann, wenn man dünn ist. Also so ein Jugendlicher, der auf Identitätssuche gerade mit 14, 15 ist, findet dann da die Lösung für all seine Probleme. Wenn ich dünn bin, bin ich reich, habe ich Freunde, werde ich geliebt, bin ich perfekt, ich muss perfekt sein, dann bekomme ich alles. Man kann den Vorwurf äußern, dass da wirklich mit den auch Jugendlichen gespielt wird. Ja, vor allen Dingen, weil diese Seiten offen zugänglich sind. Also man muss einfach nur Pro Anna googeln.
Und man findet es, ich weiß, dass hin und wieder ein paar Seiten gesperrt sind und dass sich auch Psychologen da heimlich einschmuggeln, um diesen Personen zu helfen. Aber die Seiten werden immer wieder neu übersetzt und die... Ja, und dass diese Erkrankungen eben auch verharmlost werden. Ja, und die Mädchen, die treffen sich dann halt in so Foren und schicken halt Bilder von sich hoch und geben sich einander Tipps, wie man Sonden ausstellt, wie man sich am besten runterhungert. Mhm. Dann wiegen die sich jeden Tag und geben die Ergebnisse halt ein. Und die frieren ja auch und beschreiben dann, wie sie welche Blocker sie nehmen und welche Tabletten und wie sie sich dann in die Heizung setzen und ihre Hände auf die Heizung legen, weil ihnen kalt ist. Und wenn du, ich erinnere mich, ich hatte auch schon mal ein Streitgespräch in der Sendung mit jemandem von dieser Plattform. Wenn du mit deiner Schwester sprichst, wie argumentiert sie dir gegenüber denn, dass sie so dünn sein will und dass sie immer mehr abnehmen will? Ja, sie argumentiert halt so, wie, denke ich mal, fast alle davon argumentieren. Sie argumentiert halt, dass es ihre Lebenseinstellung ist, dass sie das schön findet, dass sie hässlich ist und fett ist und dass man perfekt in dieser Welt sein muss. Und sie schreibt halt auch Briefe an diese Anna. Was sagt sie? Man findet sie halt immer wieder, diese Briefe, die sie an diese Anna adressiert, ihre unsichtbare Freundin. Das ist ja so aufgemacht, als ob diese Anna eine unsichtbare Freundin wäre. Und dann schreibt sie halt auch immer rein, Anna, wenn du der Tod bedeutest, aber du bedeutest Perfektion, dann ist der Tod halt das Mittel, was ich zahlen muss, um perfekt und schön und geliebt zu sein. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Und sie ist da auch komplett verrannt. Also die Ärzte haben damals mit ihr argumentiert und haben auch dieses Bild von ihrem Herzen gezeigt und haben gesagt, es sieht richtig, es sah zeitweise richtig schlecht aus. Da lag sie wirklich angeschlossen an den Geräten, hat noch gesagt, ja okay, mein Wunsch ist es, noch 10 Kilo abzunehmen, noch 15 Kilo abzunehmen. Also sie hat dann auch angefangen, in der Klinik sich halt, wenn sie gesehen hat, dass sie zunimmt, zu ritzen, sich mit einem Kabel zu strangulieren und hat auch verschiedene Selbstmordversuche jetzt hinter sich. Weil immer wenn sie erkennt, dass sie von dieser, das ist wie Fanatismus, finde ich. Also immer wenn sie erkennt, dass sie irgendwie gegen diesen Gott Anna handelt, bestraft sie sich, um sich zurückzuerinnern. Sie hat sich auch Anna in den Arm geritzt. Und Wie ist das denn jetzt für dich als Schwester? Du bist die ältere Schwester, du siehst, in welchem Wahnsinn sie da lebt, in was sie sich da verrannt hat. Und mit Logik und Vernunft kommst du nicht an sie ran. Wie ist das für dich? Ja, also die erste Zeit war es richtig schwierig, vor allen Dingen, weil sie dann auch öfters aus der Klinik natürlich dann anruft und meinen Eltern die Schuld gibt und sie sollen sie sofort rausholen. Meine Eltern dann sehr viel geweint haben und sehr fertig waren und ich dann mit dem Studium begangen. Es ist nicht immer leicht, aber ich versuche halt den Zugang immer zu ihr zu schaffen und sie verstehen uns jetzt auch viel besser, weil ich jetzt ihre einzige Freundin bin. Und ich finde halt so den Weg zu ihr, dass ich denke, jeder hat mal so die Phase, wo er Sachen an sich nicht leiden kann, wo er sich auch selber erstmal im Leben finden musste. Und wo er mal an sich zweifelt. Und ich argumentiere halt immer mit ihr, dass es Perfektionismus in der Welt gar nicht gibt und dass sie so schön ist, wie sie ist und dass es Menschen gibt, die sie lieben. Und sie denkt dann auch viel nach. Aber hast du den Eindruck, dass du sie hauchdünn manchmal damit erreichst? Dass sie das damit erreicht? Nee, ob du das Gefühl hast, dass du sie mit deinen Argumenten so ein klein wenig mal erreichst ab und zu? Ja, also ab und zu habe ich das Gefühl, wenn sie dann mal drüber nachdenkt und lächelt oder wenn sie traurig ist und ich sie ein bisschen aufbauen kann, habe ich schon das Gefühl, dass sie jetzt auch, weil ich ja ein bisschen, also weil ich einen anderen Zugang jetzt schaffen kann als meine Eltern, weil sie halt, ich bin ja auch erst 20 und da kann ich sagen, als ich 16 war und so. Genau, ja. Ist dann für sie leichter. Also ich kann schon Zugang schaffen, aber es gibt halt immer noch dieses, man muss halt auch aufpassen, was man sagt. Also wenn ich ihr wie damals sagen würde, Romina, was du machst, ist krank. Ich sage ja schon, das ist nicht so, wie du das siehst. Aber dann, da blockt sie halt oft genau, redet man gegen eine Wand ein. Also, aber dennoch ist natürlich die Angst die Angst schwebt über euch, dass sie stirbt, ne? Vor allen Dingen, es kommen auch jeden Tag neue Hiobs-Nachrichten, dass sie irgendwelche Überdosen Schlaftabletten nimmt, die sie dann, wenn sie Ausgang hat, gekauft hat, dass sie sich stranguliert, dass sie sich die Pulsadern versucht aufzuschneiden und immer weiter. Sodass wir in der stetigen Angst leben, immer wieder kommt ein neuer Anruf, was macht sie jetzt als nächstes? Wie ist denn die Perspektive jetzt? Wie soll es weitergehen? Ja, wie soll es weitergehen? Also sie wird jetzt erstmal noch da bleiben. Und also, dass sie nach Hause kommt, daran ist jetzt nicht zu denken, sagen die Psychologen. Wir könnten das auch nicht tragen, ganz ehrlich. Damals haben die uns gesagt, wir sollen aufpassen, bis der Dämmerzustand eintritt, als noch kein Platz in der Klinik frei war. Wahnsinn. Und wir waren die ganze Nacht Tür auf, Tür zu und sie am Wachrütteln und sie natürlich am Ausrasten, weil man will ja nicht tausendmal in der Nacht geweckt werden. Aber sie bleibt da jetzt erstmal noch und dann wird sie wahrscheinlich in eine Wohngruppe für Essgestörte kommen. Aber da müssen die halt noch gucken, weil im Moment ist sie halt in dieser geschlossenen Abteilung. Und der letzte Stand war, sie hat heute wieder angerufen, fix und fertig, weil sie halt in diesem Zimmer nicht bleiben möchte. Das ist dieses Zimmer mit den Anschnallgurten am Bett.
Aber da musste sie ja jetzt hin, weil wegen ihren ganzen Versuchen und allem drum und dran. Und sie ruft halt immer wieder an und weint und bittet uns, sie rauszuholen und doch zu verstehen, dass sie das einsieht, dass sie sich ja bessern will. Und aber alles. Das ist ja auch eine ständige Belastung für euch. Ne? Ein permanenter Druck, der auf euch auch lastet. Und du machst es ja schon gut. Wenn du auf jeden Fall immer versuchst, die Brücke noch zu ihr aufrechtzuerhalten, sodass du Zugang zu ihr hast, dass du mit ihr sprechen kannst, dass du ihr nicht zu sehr Vorwürfe machst, denn dann macht sie dich, das hast du ja auch schon gerade gesagt. Ich glaube, das ist das Einzige und Beste, was du tun kannst. Alles andere liegt jetzt da in professioneller Hand und dann kann man nur hoffen und beten, dass da irgendetwas passiert, dass man sie heilt, dass man irgendeinen Schalter entdeckt, der umgelegt werden kann. Ich hoffe auch, dass wir eine Stelle irgendwie jetzt hier noch irgendwie für meine Eltern finden, eine Beratungsstelle hier in der Nähe, in dem Ort, wo wir wohnen, wo sich vielleicht Eltern von solchen Fällen austauschen können. Mhm. Weil für meine Eltern ist es nochmal eine viel stärkere Belastung. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Am Anfang haben die sich natürlich, vor allen Dingen meine Mutter, die Schuld dafür gegeben, was natürlich auch nicht stimmt, was auch die Psychologen sagen, dass halt nicht nur die Erziehung auf einen Menschen einwirkt, sondern natürlich auch das ganze Umfeld. Ja. Aber als Eltern stellt man sich dann immer schon die Frage, was habe ich in meiner Erziehung falsch gemacht, was ist passiert, bin ich schuld. Ja. Sajen, wir können mal gerne nachgucken, ob wir Adressen in eurer Umgebung haben von betroffenen Eltern. Das wäre sehr schön, wenn es da irgendwie sowas gäbe. Dann wird dich die Sabine, meine Psychologin, gleich mal anrufen und das mit ihr mal durchgucken, ob da was ist. Wir drücken auf jeden Fall deiner Schwester von Herzen die Daumen, dass sie wieder gesund wird, dass sie wieder auf die Beine kommt, wenn es auch ein schwerer Weg ist. Und darf ich noch einen einzigen Satz sagen? Mhm. Ich hoffe ganz einfach, dass mehr auch durch die Medien, mehr gegen diesen Magerwahn, der mittlerweile schon fast zur Kultur gehört, angegangen wird. Mhm. Gegen diese ganzen Magermodels, gegen dieses Bild, dass man immer schön sein muss und reich sein muss, um perfekt zu werden. Weil wenn man sich einfach diese Station anguckt und diese Anzahl der Mädchen, die ich mittlerweile kenne, die einfach krank werden, dadurch ist es einfach furchtbar. Sarah Jane, vielen Dank für deinen Anruf. Dir und deiner Familie alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, dann lege ich auf. Schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss, ciao. Und um 1.47 Uhr geht es weiter mit dem Frank. Und der Frank ist 41. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Frank. Ich bin's. Ich hatte versucht, dich neulich zu erreichen, aber da war deine Sendung sowas von ausgelastet. Da kann man einfach nicht durch. Frank, um was geht's denn? Ja, ich habe eigentlich ein relativ trauriges Thema. Allerdings nur für mich. Meine liebe Frau, also ich war jetzt nicht mit ihr verheiratet, also meine Freundin, hat nach 5 Jahren auf einmal entdeckt, dass sie lieber eine Frau lieben möchte als mich. Mhm. Und das ist für mich absolut ein Schock. Mhm. Seid ihr schon getrennt? Ja, wir sind getrennt, 3 Monate. 3 Monate. Und jetzt auf gleich ist sie auf die Idee gekommen, jetzt liebe ich eine Frau. Das heißt, sie ist nicht nur auf die Idee gekommen, da war auch eine Frau, die sie liebt. Ja. Sie hat sie irgendwie spontan kennengelernt und hat sich auf Deutsch dahin verdünnisiert. Und am Tag, wo sie da hinging, ich wusste ja nicht, dass er sich da treffen tut, hat sie mir noch erzählt, dass sie mich lieben würde und... Ja, ein paar Tage später habe ich dann rausgekriegt, dass es wohl doch nicht so ist, dass sie mich liebt und jetzt eine Frau hat. Und sie lebt jetzt im Moment mit der Frau auch richtig zusammen? Ja, die ist direkt eingezogen. Das ging aber flott, ne? Das ging aber flott. Darum bin ich auch irgendwie so schockiert und habe gedacht, vielleicht hättest du da einen Tipp, woran das liegen kann, weil du ja, wie ich weiß, bisexuell bist. Ich habe jetzt ja nicht so den Bezug dazu, weil ich gehe mal davon aus, wenn jemand 5 Jahre heterosexuell ist, dass er das dann auch wirklich ist, ne? Nicht unbedingt. Hat sie denn früher schon mal eine Erfahrung mit deiner Frau gemacht? Ja, also nachdem ich das also rausgekriegt habe, also irgendwie, wo sie 15 oder 16 war, soll sie das einmal gehabt haben, aber danach auch nie wieder. Mhm. Ja, also es gibt durchaus Menschen, die über einen langen Zeitraum heterosexuell leben, aber schon diese Veranlagung in sich haben, aber sie vielleicht gar nicht so richtig das selbst wissen oder das auch gar nicht ihnen so bewusst ist. Und dann kommt jemand des gleichen Geschlechtes und man verliebt sich in den. Und dann ist es passiert. Dann ist es ja, aber das, guck mal, das Problem an der Sache ist doch, wenn ich doch zu dem anderen sage, ich liebe dich, kann ich doch nicht gleichzeitig mich in jemand anderes verlieben. Dann heißt es ja für den Zurückgebliebenen, er wurde ja nicht geliebt, sonst würde das ja nicht gehen. Ja, wobei diese Problematik haben wir auch, wenn sie jetzt mit einem Mann zusammen wäre. Das hätte sie da genauso zu dir sagen können. Ja, aber dann kann man doch wenigstens ehrlich sein. Das ist ja das Problem. Man fühlt sich dann so verarscht die ganze Zeit, die man hatte. Und fragt sich, was hat man falsch gemacht? Ach Gott, Frank, das ist immer so eine Frage. Wenn eine Liebe auseinandergeht, sicher, in den meisten Fällen sind beide Seiten in gewisser Weise schuld, wenn die Liebe erlischt.
Das ist immer so schwer zu sagen. Wie waren denn so im Großen und Ganzen die 5 Jahre? Also die waren eigentlich relativ in Ordnung. Das Problem ist nur gewesen, sie hatte da so eine Weiterbildung zur Altenpflegerin gemacht und da sind halt zwangsläufig wohl sehr viele Frauen gewesen. Und da muss auch diese Frau gewesen sein, ja, und dann soll es von jetzt auf gleich so gefunkt haben. Und für mich ist das nicht nachvollziehbar, weil dann würde ich ja den Mann nicht erzählen, praktisch noch am Tag, wo man da hingeht, dass ich dich liebe und ich bin davon ausgegangen, die kämen am selben Tag noch wieder. Ich wusste ja nichts von meinem Glück, erst ein paar Tage später. Sagen wir so, das ist natürlich eine bescheuerte Aussage, wenn sie an dem Tag noch zu dir gesagt hat, sie liebt dich. Kann aber ja, ich habe ja auch als SMS gekriegt. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, sie ist da jetzt noch ein paar Einkäufe am machen und ich käme wieder. Kann natürlich auch sein. Man ist ja immer, wenn man aus einer vor allen Dingen 5-jährigen Beziehung rausgeht, ist man ja auch hin und her gerissen. Und natürlich sagen die meisten Menschen ja, ich liebe auch meinen alten Partner irgendwie auch noch. Und so erkläre ich mir dann so eine Aussage, die natürlich objektiv gesehen nicht klug war, sie zu machen, weil du da natürlich dann zu Recht völlig verwirrt warst. Ich hätte mir das einfach gewünscht, dass sie zu mir ehrlich gesagt hätte, dass irgendwie die Gefühle oder was nicht mehr stimmen. Naja, man hätte sich ordnungsgemäß getrennt und dann hätte man sich praktisch umorientiert, weil wenn es dann ordnungsgemäß vorbei ist, ist es ja egal, ob es dann mit Männchen oder Weibchen was hat. Naja, nur man wäre dann nicht auf Deutsch der Verarschte gewesen. Frank, was heißt ordnungsgemäß? Ja, einfach vernünftig auseinander. Ja gut, wäre dein Schmerz weniger, wenn sie zu dir gesagt hätte, ja, ich liebe dich nicht mehr? Ja, dann wäre es zwar nicht auch nicht viel weniger, aber man hätte dieses Gefühl, der verarscht halt nicht. Also das ist das Schlimmste daran, wenn man zu mir noch vorher sagt, ich liebe dich und dann auf einmal April. Ja, also, gut. Wir sind uns einig, dass das nicht gut war oder unglücklich war, dass sie das gesagt hat. Gab es denn danach nicht nochmal irgendwie eine Auseinandersetzung, dass sie... Also sagen wir mal so ein leichtes Streitgespräch, weil ich bin ein bisschen impulsiv und ich kam ja auch sehr verarscht vor. Ja, und dann hat sie halt so gemeint, dass sie für ihre Gefühle nichts könnte. Sie hätte sich halt in diese Frau nun mal verliebt, ja. Und ich sehe irgendwie, ich habe auch irgendwie keine Möglichkeit, die irgendwie zurückzukriegen, weil wenn das so ist, kann ich ja nichts dagegen tun. Das ist das Blöde an der Sache. Wie lange war sie denn schon in die Frau verliebt, bevor sie dann gegangen ist? Die ist direkt, als sie diese Frau kennengelernt hat, ist sie nicht mehr wiedergekommen, erst ein paar Tage später, und dann hat sie mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, Moment, die lernt ja nicht die Frau heute kennen und zieht morgen bei der Frau ein. Nee, die hat sie in diese Weiterbildungsmaßnahme kennengelernt und ist dann direkt am Wochenende da drauf, wo die wohl frei hatten, halt dahin. Und dann ist sie nicht mehr wiedergekommen. Das heißt, die kannten sich de facto eine Woche erst? Ja, die haben sich da kennengelernt. Das muss angeblich sofort so rum. Die will die gesehen haben und soll angeblich sofort reingehauen haben. Das ist ja für mich so unwahrscheinlich. Aber Frank, das sagt mir wiederum viel über eure Beziehung aus. Diese Beziehung war tot. Meinst du? Ja, glaube ich, sonst macht man das nicht. Ja, aber dann hätte man das ehrlich sagen können. Ja, man hätte es ehrlich sagen können. Okay, so weit waren wir jetzt schon mal. Man hätte es ehrlich sagen können. Jetzt ist sie weg. Das Ganze liegt 3 Monate zurück, sagst du. Mhm. Ne? Gibt es jetzt ab und zu nochmal Kontakt zwischen euch beiden? Ja, ab und zu sehe ich sie mal, aber kommt nur selten vor. Und wo siehst du sie? Wie kommt das zustande? Ja, wir treffen uns entweder hier in der Wohnung oder außerhalb. Und über was redet ihr dann? Auch über Gott und die Welt, aber wenn es dann um diese Frau halt geht, dann haben wir leicht einen Streit, weil da sind ja halt auch noch ein paar Wunden in einen und. Ihr solltet vielleicht auch nicht über die Frau reden, sondern ihr solltet über euch reden. Ja, aber das Problem an der Sache ist, wie willst du über dich selbst mit jemand reden, wenn die Sache erledigt ist und man hat dann Krach um den anderen, weil man sich auf Deutsch gesagt verarscht fühlt? Okay, warum triffst du dich denn überhaupt noch mit ihr? Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Warum? Das wäre ja blödsinnig, da täte man sich nur selber mit verletzen. Nur das Problem an der Sache ist, diese Frau ist nur dummerweise irgendwie die große Liebe und das kann ich nicht einfach so abschalten, als ob es die nie gegeben hätte. Vernünftiger wäre es aber, das kriegst du nicht einfach so hin, das ist das Problem. Na gut, das kann man aber auch ein bisschen forcieren. Hast du sie denn jetzt nochmal gefragt, was sie für dich noch empfindet? Also angeblich will sie mich jetzt nicht mehr lieben, aber sie möchte mit einem eine Freundschaft haben. Okay, sagt man immer so. Ja, das dachte ich mir auch. Sie liebt dich nicht mehr, sie will eine Freundschaft haben. Das heißt, die Sache ist wirklich durch. Das Ding ist vorbei. Ja, Würde ich an deiner Stelle, auch wenn du da noch Gefühle hegst, mich aber wirklich zunächst ganz zurückziehen. Denn was soll's? Ihr streitet ja wahrscheinlich eh nur.
Ja, nicht nur, zwischendurch verstehen wir uns. Und dann ist es auch so, wenn man sie dann anguckt, also ganz am Anfang war es so gewesen, wenn ich sie angeguckt habe, dann sah sie aus so wie so tot. Also die Augen so waren so ganz leer gewesen, als ob ich diese Frau niemals überhaupt gekannt hatte. Hm. Und ja, zwischendurch ist es jetzt wieder so, dass da so eine Gefühlsregung auch da ist. Hm. Also ich würde es mir so erklären, ich bin jetzt kein Psychologe, dass sie vielleicht wirklich nur diese Neigung in sich hatte und dass das Problem ist, jetzt es mal richtig ausleben zu können. Ja, hat sie dir denn gesagt, was sie für diese Frau empfindet? Ja, sie will die lieben, sagt sie. Will sie, okay. Dann müssen wir das mal so hinnehmen. Dann wollen wir da auch nicht rumstochern im Nebel, was da vielleicht hintersteckt. Nimm es so hin, zieh dich zurück, finde ich. Es tut weh, da gebe ich dir recht. Sie hätte es anders machen müssen, aber das ist so eine Geschichte, die leider tausendmal und millionenmal auf der Welt ständig passiert. Ja, ein lieber Freund meinte auch, ich sollte komplett mit ihr in Kontakt brechen, weil man kann nicht mit jemand befreundet sein, das würde nicht gehen. Nein, solange du noch andere Ambitionen hast, geht das auch nicht. Ja, nun, das Problem ist, du kannst doch die Ambition nicht von jetzt auf gleich abstellen. Wenn ich es könnte, ich würde es sofort tun, aber geht leider nicht. Okay, zieh dich zurück, Frank, soweit es irgendwie möglich ist, mehr kann ich nicht sagen. Gut. Alles Gute, viel Glück, danke. Erfolg, tschüss. Wünsche ich dir auch, danke, ciao. Tschüss. Dankeschön. Und hier ist die Gudrun, die ist 74. Guten Morgen, Gudrun. Ja, guten Morgen. Gudrun, um was geht's? Es geht um die Welle, die durch Deutschland schwappt bezüglich Brüderle. Ja. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Jede Frau erfährt mal so einen dummen Spruch. Da dreht man sich rum oder lacht drüber. Und so furchtbar geknickt konnte die Frau ja auch nicht sein, sonst wäre sie nicht nachher noch im Taxi, hätte sie ihn nicht gebeten, sie mitzunehmen im Taxi. Das ist doch überhaupt nicht zu glauben, was sich da jetzt abspielt. Und der Mann soll sich entschuldigen, was soll das denn? Was man da in lockerer Atmosphäre hingeworfen hat. Mhm. Wenn das ein hübscher junger Mann gewesen wäre, hätte sich gefühlt wie nur was, dann hätte ihr das gefallen. Also ich finde, das ist zum Todlachen. Gudrun, du sprichst mir da aus der Seele. Ich habe es ja am Freitag auch schon gesagt. Ja, also das... Aber es ist eine irre Diskussion überall ausgebrochen. Ja. Aber warum ist die Diskussion nicht ausgebrochen, als Frau Merkel mal gewagt hat, einen Ausschnitt anzuziehen, ein Abendkleid mit Ausschnitt? In Bayreuth, da sind die Kameraleute ihr nachgerannt. Das habe ich selbst gesehen. Ja. Und haben die Kamera auf dem Busen gehalten. Und das war tragisch und eine Tragödie. Frau Merkel hat so viel Selbstbewusstsein, da lacht die drüber. Ja, das finde ich auch, dass eine selbstbewusste Frau bügelt sowas weg und dann ist die Sache gegessen. Ja, und dann war wieder die Rede, die war zu dem Friedensnobelpreis, da zu der Verleihung in Oslo, war wieder von ihrem Ausschnitt die Rede. Ob das Kleid war, weiß ich nicht. Ich habe das nur gelesen. Und das geht durch alle Zeitungen. Und gestern Abend, der Mann, oder war das gestern Abend, bei Jauch, der Zeitungsmensch da, der hat auch getan, als wäre das der Weltuntergang, dieser Satz da, dass sie einen guten Dirndl tragen könnte. Mm-hmm. Und war ja eigentlich ein Kompliment. Ja, das hätte sie auch aufgefasst von einem Jungen. Und das hat sie in dem Moment auch. Und hinterher zieht Dreck, was soll das denn? Ja, gestern, ich glaube, Günther Jauch hat das gesagt. Diese Journalistin hatte Herrn Brüderle auch gefragt, ob er in seinem Alter sich denn das, ob das überhaupt noch in seinem Alter gut ist oder angemessen ist, in diese Position als Aushängeschild der FDP zu gehen. Da sagte Günther Jauch sehr zu Recht, was wäre ein Aufschrei gewesen, wenn ein junger Mann, Journalist, das eine ältere Politikerin gefragt hätte. Ja. Können Sie in Ihrem Alter denn das eigentlich nur leisten und wie stellen Sie sich das vor? Ja, genau. Also du bist eine erfahrene Frau mit 74 Jahren und du hast sehr klar gesprochen und das nehme ich zur Kenntnis. Das hat jeder erlebt, das mal, und da geht man, dreht man sich ab oder was? Wobei es gibt natürlich auch üble Übergriffe. Die wollen wir gar nicht kleinreden. Und das sind schlimme Sachen, die dürfen nicht passieren. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Ja, den habe ich selbst mal überlegt.
erlebt. Ich habe im Krankenhaus, im Labor gearbeitet und gehe die Treppe rauf und ein junger Arzt fasst mir unter den Rock. Ja, das ist natürlich da Schluss mit lustig. Ja, da bin ich stehen geblieben, habe gesagt, noch einmal so etwas oder Ähnliches. Kriegt da einer gescheuert? Nee, dann melde ich das. Ja, gut, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen wieder sind wir da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themen. Da freue ich mich auf euch. Und jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.